Hallo, ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute die Glossy Box für euch und zwar die aus dem Februar. Ja, im Februar hat sich ja vieles um den Valentinstag gedreht und so auch diese Box, weil schaut euch mal dieses Design an. Ist das nicht herrlich? Ich finde das so schön. Die Box werde ich auf jeden Fall behalten. Die ist so schön, das normale Rosa, was sie eben haben, aber ein bisschen glänzender. Und ja, dieses schwarz-weiß gestreifte und mit großen Love in der Mitte. Ich finde diese Verpackung alleine schon. Ich habe das aufgemacht und dachte mir so, yes. Eine schöne Verpackung. Ich liebe einfach Verpackungen so sehr. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal durch, was hier drin war. Ich hatte hier wieder viele Flyer gehabt von Street One zum Beispiel. Dann Notas Probier Müsli ist das wahrscheinlich. Ja. Und dann habe ich hier das Heftchen und hier ist noch alles schön verpackt. Ich habe auch nur kurz reingelunzt, weiß gar nicht hundertprozentig, was jetzt alles drin ist. Aber wir gehen mal zusammen durch. Mach jetzt direkt mal das, was war das Motto überhaupt? Das Motto war Valentinstag, ja. Wer hätte es anders gedacht, gell? Ja, ich gehe jetzt direkt mal hier durch. Ach, die haben immer so schöne Ideen, die sie hier so reinschreiben. Oder so Do-it-yourselfs und keine Ahnung, richtig genial. So, als erstes habe ich das hier drin. Diese Marke hatte ich jetzt schon sehr oft drin gehabt. Nutrakiss hatte ich sehr oft die letzte Zeit drin gehabt. Ich glaube, das ist das gleiche, oder? Bilde ich es mir jetzt ein? Ach, nee. Nutra Brow, Nutra Kiss. Ah, okay, weil das letzte Mal war hier wieder so ein Brau, also für die Augenbrauenprodukt drin gewesen. Und jetzt diesmal Nutra Kiss. Okay, das hier ist nämlich ein Lip Plumper. Volume Effekt. Immer gut. Warum nicht? Steht hier was zum Preis? Ich sehe hier jetzt nämlich gar nichts vom Preis. Ah, ich habe es gefunden. Und zwar sind es 3 Milliliter hier. Die Originalgröße sind 5 Milliliter und würden kosten 19,95. Das ist schon echt krass, aber das haben diese Lip Plumper so an sich. Die sind teilweise, nicht teilweise, sind eigentlich alle immer sehr, sehr teuer. Und, ah, okay. Ich habe das hier jetzt gerade mal so aufgemacht. Ich dachte, das ist jetzt so ein richtiger Stick, aber das ist nur so ein Anhänger, aber irgendwie total süß aufgemacht. Finde ich richtig goldig. Also hier ist so ein Karabinerhaken praktisch, wo man sich das dann an den Schlüssel dran machen kann, sonst wo dran machen kann. Mit so 2 Steinchen hier und dann ist hier praktisch diese Flüssigkeit drin. Mit so einem Applikator wie bei einem Lipgloss. Okay. Riecht, oh, es riecht lecker. Oh, nach Kaugummi, Bonbon und sowas. Oh, richtig lecker, aber sehr, sehr süß. Okay, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, finde ich sehr, sehr interessant. Also voll die süße Aufmachung auch irgendwie. Voll goldig. Also wie gesagt, 3 Milliliter sind hier drin und das Original sieht einfach so aus wie ein ganz normaler Lipgloss. Dann das nächste Produkt hier ist was für die Zähne. Ein Blender Med oder von Blender Med 3D White Luxe 2 Phasen Perfection Whitening. Okay. Und zwar ist das ein Originalprodukt. So sieht diese Verpackung übrigens aus. Da sind irgendwie 2 Zahncremes drin, soweit ich das jetzt irgendwie hier hinten sehen kann. Also Phase 1, Phase 2. Und was steht denn hier drauf? Also es ist auf jeden Fall ein Originalprodukt. Dieses Set kostet 8,99 Euro. 3 Tage, 2 Schritte zu einem strahlenden Lächeln. Okay. Gegen Verfärbungen. In kürzester Zeit bis zu 100%ige Erfolgsquote. Das ist aber sehr, sehr hoch gepokert. Vor allen Dingen in diesem kurzen Zeitraum. Zahncreme wie gewohnt anwenden. Anschließend die Whitening-Beschleuniger auftragen. Smile. Okay, das muss ich mir jetzt mal angucken. Das finde ich ja jetzt sehr interessant. Also das ist ja krass, dass die sagen, innerhalb von 3 Tagen hätte man eine 100%ige Erfolgsquote. Das ist schon krass irgendwie. Also das hier ist jetzt anscheinend Phase 1. Die 3D Lux Perfection. So sieht die aus. Und danach kommt die 3D White Lux Whitening Beschleuniger. Zusätzlich zur Zahncreme verwenden. So sieht das Ganze aus. Also irgendwie sehr interessant, aber das muss man tatsächlich mal testen. Das finde ich jetzt wirklich, also das sind ja schon sehr, sehr hohe Versprechungen. Und wenn es wirklich so wäre für 8,99 für 2 solche Tuben, finde ich vom Preisverhältnis auch absolut legitim. Kann man echt nicht sagen, wenn man sich denkt, was andere Zahnweiß-Sachen so kosten, ist das schon krass. Muss man testen, werde ich euch ein Feedback geben. Dann das nächste ist hier ein Duft, soweit ich das erkennen kann. Und zwar ist hier so ein kleines rosanes Fläschchen drin, ne? Total süß irgendwie. Eau de Parfum. Ja, tatsächlich ein Parfum, krass. Okay, L'Eau de Rose, wenn es so ausgesprochen wird, keine Ahnung. Zart, verführerisch, modern, elegant.
Verspielt raffiniert, das ist die Duftbeschreibung. Und auf Hals, Dekolleté, Handgelenk aufsprühen, einwirken lassen, man kennt es ja. Das hier sind jetzt 30 Milliliter, das ist tatsächlich auch die Originalgröße. Also so wird das auch verkauft in den 30 Millilitern und kostet 24 Euro. Ja, also ich meine, gibt es teurere Parfums, aber 24 Euro für so ein No-Name-Produkt ist jetzt wiederum teuer. Wenn ich so in die Drogerie schaue von Stars irgendwie dann mal ein Parfüm zu kaufen, was dann irgendwie 10, 15 Euro kostet, das ist schon ein krasser Vergleich. Okay. Ich rieche jetzt nicht wirklich was. Ich möchte es aber auch nicht sprühen, weil ich das gerne weiter schenken möchte oder verlosen möchte. Eins von beiden, weil ich habe genug Parfums und ich benutze die nicht so wirklich oft. Deswegen, ja. Aber die Duftbeschreibung hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, muss ich sagen. Dann das nächste Produkt ist das hier, diese kleine grüne Tube. Was ist die denn? I Love von OO Lotion heißt die Marke. Aber was mir als allererstes ins Auge springt, ist der Preis. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viele Milliliter denn hier drin sind, wenn das hier irgendwo draufsteht. Ich sehe es jetzt aber gerade leider nicht. Aber ich denke mal, das ist ein Originalprodukt, weil so ist es auf der Seite auch abgebildet. Und zwar sind das dann 15 Milliliter, kommt auch ungefähr hin. Und das Ganze kostet 35 Euro. 35 Euro ist richtig, richtig viel Geld. Und zwar ist es ein Augenserum. Strahle ganz augenscheinlich. Wortspiel. Finde ich ganz cool, immer sowas. Mit veganem Serum aus 100% natürlichen Zusätzen. Ah, deswegen der Preis. Okay. Also, ja, gegen Augenringe, Müdigkeitsfältchen, Fältchen generell für Haut, Augen zum Strahlen bringen, soll das Ganze zum Strahlen bringen. Ich kann kein Deutsch mehr, es tut mir leid. Pflanzliche Wirkstoffe und alles komplett vegan. Deswegen ist das so teuer, okay. Ja, hier steht es auch nochmal 100% natural. Okay. Interessant. Interessant, interessant. 35 Euro, holla die Waldfee, also krasser Preis. Das nächste Produkt hier ist von Tranquil Moon und zwar das hier. Richtig, richtig große Größe, 350 Milliliter. Und zwar die Cute Samsuna Smile, wenn ich es so richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Hauptduftnote Orange. Und Anwendung, bei Bedarf einmassieren, die sind ja auch lustig, okay. Mandelöl ist drin, viele Vitamine, eine... Oh, okay, nimm dir Zeit und überzeug dich von der Wirkung dieser veganen Körpermilch. Das ist ein veganes Produkt, das wusste ich überhaupt gar nicht. Sind alle Tranquil Moon Produkte vegan? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ich habe das jetzt gerade zum allerersten Mal gelesen. Steht das hier? Steht aber auch nirgendwo so drauf, dass man es direkt sehen könnte. Nur hier an der Seite für kurze Zeit erhältlich. Okay, das steht hier hinten aber jetzt zum Beispiel nirgendwo drauf. Es sei denn, ich überlese es gerade. Doch, tatsächlich. Aber ganz klein. Dermatologisch bestätigt, hautverträglich. Silikon und Parabene. Also keine Silikone, keine Parabene und es ist ein veganes Produkt. Muss ich sagen, finde ich viel cooler, wenn die das vorne draufschreiben würden. Also dass gerade Leute, die darauf Wert legen, dass sie das direkt sehen. Weil das ist hier hinten in diesem kleinen lilanen Kästchen, steht da wirklich einer dieser 1000 Punkte veganes Produkt. Das hätten sie vorne draufschreiben müssen. Ich glaube, dann würden sie noch viel mehr verkaufen. Einfach für Leute, die es wirklich, ja, die da wirklich sehr, sehr Wert drauf legen. Vor allen Dingen, die Produkte, das hier kostet jetzt zum Beispiel 3,95 für 350 Milliliter. Ich sag mal, das ist noch auf jeden Fall im Okay-Preisbereich. Von daher aus, also das sollten sie mal vorne draufschreiben. Ich denke, dann würden sie mehr verkaufen. Schnupper ich jetzt auch nicht dran, ist auch eine Sache, weil ich zu viel habe, werde ich weitergeben. Und dann habe ich hier noch von Biodroga Sensitive Formula eine Creme, eine Probe. Für Pflege und Mischhaut. Für normale und Mischhaut 24 Stunden Pflege. Das ist einfach nur so ein kleines Pröbchen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Es waren schon 5 Artikel gewesen. Die kleine Probe nochmal und dann hier nochmal eine Leseprobe mit dabei. Und das war es auch schon gewesen. Das war jetzt mein Gewinnspiel, wollte ich schon sagen. Das war meine Glossybox für den Monat. Also ich muss sagen, waren schöne Produkte drin. Die Zahngeschichte interessiert mich sehr und auch die Lip Plump Geschichte interessiert mich sehr. Die anderen drei Produkte werde ich wahrscheinlich weitergeben, einfach aus dem Grund, weil ich zu viel habe, aber nicht, weil ich sie nicht gut finden würde.
Also von daher aus ist es auf gar keinen Fall irgendwie eine Flop-Box oder sowas. Alleine schon wegen der Verpackung ist sie der absolute Burner. Ja, schreibt mir doch gerne, wie ihr meine Box gefunden habt, beziehungsweise wie ihr eure Box fandet für die Leute, die es abonniert haben. Ich kriege immer wieder ganz tolle Nachrichten von euch, dass ihr oft manchmal die gleiche Box wie ich hattet oder dass ihr irgendwie ein Produkt drin hattet, was ihr total feiert, was ich probieren sollte. Also ja, da freue ich mich sehr wieder über eure Nachrichten. Und ja, ansonsten, Link findet ihr unten in der Infobox, wo ihr dann zu der Glossybox-Seite kommt, wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt. Ich werde immer wieder gefragt, die Glossybox kostet 15 Euro im Monat. Es sei denn, ihr macht irgendwie ein Abo für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, dann verringert sich der Gesamtpreis sozusagen. Einfach nur nochmal als Info, weil ich da immer und immer wieder nachgefragt werde in den Kommentaren. Wie gesagt, wenn ihr da mal Interesse habt, euch das durchzulesen, Links zur Glossybox-Seite findet ihr in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe sehr, dass euch dieses hier gefallen hat. Falls ja, würde ich mich riesig über eure Daumen hoch freuen. Nette Kommentare sind immer erwünscht. Abo natürlich auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!